Und denken Sie daran, das oberste Gesetz unserer Bank ist, der Kunde wird prompt und zuverlässig bedient. Prompt und zuverlässig. Danke. Guten Tag. Achso, ja, bitte? Ich möchte gern 3000 Mark abheben. Sie wollen Geld? Geld macht nicht glücklich. Also wollen Sie unsere Bank ruinieren? Geben Sie ihm das Geld. Na schön, aber nur unter Protest. Entschuldigen Sie diese Umstände, aber sie ist unser neuer Banklehrling und ich schule sie gerade um. Sie war früher im sozialen Dienst. Ja und? Nur was? Krieg ich mein Geld oder was? Schön, aber ich hoffe, Sie spenden es für die bedrohte Tierwelt. Auch noch Ihre Meise füttern, was? Entschuldigen Sie und auf Wiedersehen. Guten Tag. Guten Tag. Dies ist eine Bank. This is a bank. Geld hoch, money high. Ihr Englisch ist sehr gut. Was soll ich jetzt machen? What shall I do now? So. Sie müssen schon entschuldigen, aber er ist mein Lehrling. Ein arbeitsloser Englischlehrer. Ich schule ihn gerade um. Die Waffe, du Pfeife. Waffen her! Give me the pistols! Was soll ich denn jetzt machen? Fragen Sie ihn, wie viel Geld er möchte. Wie viel hätten Sie denn gern? Speak English, please. How much will you have? Wie soll ich ihm verlangen? How much money? So. Hör auf mit dem Quatsch! 500.000! 500.000! And pack it in here, please. Na, nicht in den Revolver, du Napfsülze! In eine Tüte! So, I mixed it up. Also. Was soll ich denn jetzt machen? Fragen Sie ihn, ob die Pistole geladen ist. Is your pistol loaded? Moment. Loaded. Totally loaded. In Ordnung. Geben Sie ihm das Geld. Na schön, aber nur under protest. Money makes not happy. One, two, oh, glauben Sie, die Herrschaften haben stundenlang Zeit zu warten. 10.000, 20.000, 30.000... Also Sie müssen schon entschuldigen, aber wo kriegt man heutzutage noch anständige Bankräuber-Nachwuchs her? Für mich war es da einfacher. Mich hat mein Vater schon als Kind angelernt. Diese Banklehrlinge sind heutzutage auch eine Plage. Wenn alle so professionell wären wie Sie und ich, dann sähe die Welt ganz anders aus. Thank you. Ich war früher Sozialhelferin. A former social helper. See, your English is very good. Thank you. Können wir jetzt zur Sache kommen? Ja. Das ist ein Banküberfall. So, I mixed it up. Sie sind wirklich ein ganz außergewöhnlicher Bankräuber. Sie haben Klasse. Oh. Oh. Sie sind aber auch eine wirklich gute Bankkraft. Geschickt, wie Sie so nebenbei die Alarmanlage ausgelöst haben. Reine Routine. Sie sagen es. Dann ist es wohl jetzt an der Zeit, sich zu verabschieden. Darauf kommt nur ein Profi. Da hinten kommen zwei Herren, die sich als Polizisten verkleidet haben. What shall we do now? Na, abhauen, was sonst? Na gut, ja. Moment, Momentchen. Nur keine Panik. Der eine von Ihnen wird gerade angelernt. Er war früher Maurer. Ja, und? Schreien Sie einfach Mittagspause und schon lässt er seine Pistole fallen. Ja, wollen wir das machen? Bitte recht freundlich. Ja. Oh, Mensch, du Dilljurke, jetzt hat sie ein Foto von dir geschossen. Ja. Morgen ist deine Visage in sämtlichen Fahndungslisten. Ich hab dir x-mal gesagt, du sollst dir einen Strumpf überziehen. Na, hab ich doch. Da, wie?